So, hier melde ich mich zurück mit einer T&N-Nebenuhr in schleichender Sekunde. Diese Uhr hat einen Durchmesser von 30 cm, hat ein modernes Werk, wohl aus den Anfang der 70er Jahre drin. Also kein Eisen mit Eisenabdeckung, sondern schon mit Kunststoffabdeckung. Und eben die schleichende Sekunde wird momentan von meiner Hauptuhr hier gesteuert. Ja, was war, dass die Beinchen für diese Ziffernblattklemmen abgebrochen waren. Ich habe dann einfach ein bisschen nachgesetzt und die Klemmen, das so, dass die Klemmen wieder draufgehalten haben und funktioniert noch einwandfrei. Hab das Uhrwerk noch gereinigt, weil es recht verharzt war. Und ansonsten vom Zustand her sehr gut. Keine Macken oder sonst was. Wie gesagt, bis auf die nachgesetzten Klemmen hinten. Aber es hält wieder. Und das ist doch die Hauptsache. Ich fand's eine recht schöne Uhr. Vor allem, weil es so eine kleine Uhr ist. Also wenn man von weiter weg mal drauf schaut, sieht man ungefähr die Dimension. Wie gesagt, 30 cm im Durchmesser. Und würde jetzt hier zusammen mit meiner Solari Dator 10 hier und der Bohmeyer Hauptuhr hier gesteuert. Ja. Wie gesagt, nichts Großes, aber immerhin was, was ich euch vorstellen wollte. Details findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ja, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Payless.